Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Lang erwartet, nicht vergessen. Und zwar auf der neuen Map, ich nenne sie mal Nosha Kanele Minus 2.0. Warum Minus, werde ich euch im Laufe des Spiels erklären. Übrigens das Ganze live. Und ich werde euch auch meine Problematiken, die ich im Spiel habe, erklären. Und zwar achtet mal bitte immer wieder darauf, links oben sage ich schon, rechts oben im Bild, auf die Paketverlust bzw. die Verbindungsanzeige, die wir jetzt eigentlich seit geraumer Zeit haben, die durch ihre farbliche Darstellung widerspiegeln, inwieweit es die Probleme gibt, von Orange bis Rot, bis, keine Ahnung, weiß, genau. Und ihr seht, dass es bei mir ständig das aufkommt. Und das ist das Problem, was ich habe in Battlefield 4, warum es für mich nicht mehr so spielbar ist wie am Anfang. Auch wenn es jetzt hier augenscheinlich nicht so der Fall ist, aber ihr merkt es an der Bewegung, am Movement. Es ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Es läuft für mich eben nicht mehr so gut, wie es lief. Ich krieg teilweise die Gegner nicht mehr down. Was noch hinzukommt, ist das ständige Gepatche an den Waffen. Das geht mir sowas von tierisch auf die Eier, dass man hier ständig sich neu dran gewöhnen muss an die Waffen. Seht ihr zum Beispiel, ich hätte den haben müssen. Ja, ist egal, das hat jetzt... Andere würden jetzt wieder behaupten, es liegt an meinem Aim. Aber mir ist das scheißegal, was die Leute sagen. Ich gehe davon aus, dass das ein Spielfehler ist, den ich habe. Bei manch anderen ist es eben nicht so. Die haben diese Problematik nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann euch das nicht erklären. Wie gesagt, diese Pakets- oder Verbindungsanzeigen oben rechts... Ihr seht ja selber, die blinken ständig auf bei mir, die bilde ich mir nicht ein. Aus diesem Grund, wie gesagt, macht mir Battlefield 4 nicht mehr so viel Spaß wie einst. Und mit diesem Video wollte ich euch das einfach nur mal zeigen, warum ich auch eben nicht mehr so häufig Battlefield zocke. Weil es eben nicht spielbar ist, also für mich kaum spielbar ist. Es ist furchtbar. So, kommen wir mal zur Map. Warum Minus 2.0? Erstens, es sieht so aus wie Nosha Kanele, aber es ist nicht Nosha Kanele, in meinen Augen. Es lässt sich... Schaut euch das an. Es lässt sich nicht... Ich sterbe. Es lässt sich... ich finde, Nosha Kanele, das Original in Battlefield 3, hat sich viel angenehmer spielen lassen. Ich weiß nicht, da war viel mehr Action auch. Das ist jetzt hier... Dadurch, dass die Map größer ist als das Original, fragt mich nicht, um wie viel größer. Ich weiß es nicht. Ich will mal einen wiederbeleben. Fragt mich nicht, um wie viel größer, aber es ist größer. Da kriege ich jetzt plötzlich wieder einen Mitmacher. Aus welchen Gründen auch immer. Dadurch lässt sich das eben, finde ich, nicht so, ja, wie soll ich das erklären, so spielen die, wie das Original eben. Da hinten hat man mal eine Granate. Hopp, 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 hopp. Oh, da komme ich nicht rüber. Hab nur einen Hitmarker bekommen mit der Granate. Und hinter mir war auch wieder ein. Ja, ich weiß nicht, die Map ist ja, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, um wie viel Prozent es sich handelt. Aber dadurch, dass sie eben größer ist, finde ich, verteilt sich das mehr und das macht die Map nicht mehr zu dem, was sie einst war. Weil Nosha Kanele war ja eben sowas wie bei Black Ops 3 zum Beispiel Nuketown. Wenn ihr versteht, was ich meine. Eine kleine, knackige Map, die es in sich hat. Und das ist es eben jetzt nicht mehr. Oh, da ist eine Claymore. Ja, den kriege ich nicht mehr. Oh. Ja, den mit dem Abgeschauer sowieso nicht. Und das ist es eben nicht mehr. Also das ist
leider kein Vergleich. Wie gesagt, optisch ja. Sie schaut genauso aus, aber von der Action her ist es eben leider nicht mehr das, was es einst war, finde ich. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei mir wäre das sowieso wurscht, weil ihr seht es ja selber. Die Verbindung ist leider bei mir nicht mehr optimal. Ist das meine Klemme? Nee. Ah. Den habe ich noch erwischt. Ich merke, ich weiß noch nicht, ob ihr das merkt, aber selbst wenn die Gegner. Wieder den Platte schon. Nee. Selbst wenn die Gegner fallen, auch finde ich langsamer um. Habe ich das so das Gefühl, ich weiß es nicht. Also das ist ganz toll. Super. Das ist ganz komisch. Dieses Spielgefühl ist echt komisch. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt längere Zeit nicht mehr Battlefield. Schau mal an. Rot! Ich könnte schon wieder kotzen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt schon längere Zeit nicht mehr gespielt habe. Nein, das ist das. Das ist einfach am Spiel. Das liegt am Spiel. Und ich, wie gesagt, ich kann euch das nicht erklären, woran es liegt, weil ich es selber nicht verstehe. Ich habe eine super Internetverbindung. In der Regel. Habt ihr das gesehen? Der ist noch nicht einmal umgefallen. Nein. Ja, das ist furchtbar. Das ist das, was, warum mir das Spiel keinen Spaß macht. Von hinten. Ja, weißt du. Ja. Ich hoffe, ihr versteht meine Problematik und ihr seht es ja selber, wie gesagt, ich bilde es mir nicht ein. Was ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen kann, warum es so unterschiedlich ist. Von Region zu Region, von ich weiß ja nicht. Wie gesagt, wie kommt man eigentlich darauf? Keine Ahnung. Von Spieltyp. Keine Ahnung, woran es liegt. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, das ist selber schuld, weil ich da beim Nachladen nicht stehen geblieben bin. Ich kann euch das ja nicht erklären. Wie gesagt, es gibt Kumpels von uns oder Platoon-Mitglieder, sagen wir es mal so, die hoch im Norden leben. Ich bin ja im Süden ansässig. Und im Norden, da scheint es echt reibungslos zu funktionieren. Aber im Westen Deutschlands und im Süden Deutschlands habe ich jetzt eben mitbekommen, dass es nicht so gut läuft. Wobei ich zum Beispiel Ostdeutschland, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir welche aus Ostdeutschland haben im Team, keine Ahnung, aber da habe ich jetzt noch keinerlei Info bekommen, aber wenn ich das mal so kartografisch erwähnen darf, ist es echt so, dass der Norden anscheinend weniger Probleme hat als der Süden. Oh, ich kann hier balancieren. Schau dir das an. Wieso fällt der nicht um? Wieso fällt der nicht um? Ich kann nichts anderes treffen als den Kopf. Seht ihr ja selber. Habt ihr ja gesehen. Der fällt einfach nicht um. Es ist echt zum Kotzen. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und wir verlieren. Wir verlieren dieses Game. Ansonsten, ich kann nur eins sagen zu Dragon Valley, so heißt er das im Original. Sensationell. Sensationell, die Map ist einfach wirklich super schön geworden. Also das steht außer Frage. Ja wieder, ich kann nur den Kopf treffen und er fällt nicht um. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da geht's noch lang, da geht's lang. So, gucken wir mal hier ein paar wiederbeleben. Nein! Wieder beim Nachladen, weißt du? Aha, aber diesmal habe ich ja wenigstens Glück gehabt. Also es ist, wie gesagt, ihr seht es ja selber, es macht so keinen Spaß. Auch wenn jetzt die Runde vielleicht nicht das genau widerspiegelt, was ich zu vermitteln versucht habe, aber ich spüre es halt einfach. Ich spüre, dass teilweise die Gegner nicht so fallen, wie sie fallen sollen, beziehungsweise ich schneller fall, als ich fallen müsste. Und deswegen, so leid es mir tut, aber Battlefield 4 ist zwar nicht gestorben, aber momentan ist es wieder mal ein Frust statt Lust. Also haut rein und ciao, bis zum nächsten Mal.